Ja, herzlich willkommen heute hier zu dem grandiosen Spiel Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Tja, ja, die sind heute krank. Ich bin heute die Vertretung für die zwei. Ja, das wird nicht ganz einfach. Und hier laufen die Schiedsrichter voran. Und natürlich in der Bundesliga ist Borussia Dortmund auf dem ersten Platz. So wie sie das gehört, natürlich. Ja, die Fans wieder zahlreich erschienen, heben ihre Plakate, also Farbplakate hoch. Ja, und die beste Abwehr hat Dortmund. Das ist ja interessant. Mit zwei Gegentoren. Nice. So, ich denke. Ja. Sieht heute nicht so fit aus, der Junge. Ja, die Startelf. Bürki, Ginter, Sokratis, Bender, Park Juho und Rode, Şahin, Schürrle, Reus, Mohr und Martin Merz natürlich. Der neue Zugang. Top-Stürmer. Top-Qualitäten der Bub. Hochgelobt von Reus. Also kann man nicht falsch machen bei dem Jungen. Der Schiedsrichter heißt Jascha Zurheide und pfeift die Partie an. Also, los geht's in der Partie zwischen Dortmund und Werder Bremen. Ja, mal sehen, wie sich die Dortmunder hier schlagen werden. Zunächst halt eher etwas bedrückt mit Pässen in der eigenen Hälfte. Dann zunächst mit dem Vorstoß auf Schürrle, der geht auf die Flanke, rennt runter, flankt rein. Und Merz steht da mit dem Kopfball, aber konnte sich nicht wirklich so durchsetzen. Und hier, ah, Mohr mit dem nächsten Versuch, hier ein Tor zu schießen. Der Wille war da, aber. Und hier das schöne Passspiel der Dortmunder führt hier zum frühen 1:0 in der 8. Minute. Und somit steht es 1:0 für Dortmund. Also, das war wirklich schön anzusehen. Hier den Lüpfer und dann per Volley eingesammelt hier. Perfekt. Kann man nicht besser machen. Kann man nicht meckern. Ja, das siebte Tor in der Bundesliga in der 8. Minute. Teufelskerl, der Junge. So, dann gehen wir hier in die zweite Phase. Was babbel ich denn da? Wieder Anstoß nach dem Tor. Na, sag mal einfach Anstoß nach dem Tor. Und hier. Zweikämpfe müssen sie nochmal üben, die Dortmunder. So, und hier riskanter Ball vom Verteidiger. Doppelpass. Oh, Distanzschuss. Er wäre fast erfolgreich gewesen damit. Fast, aber fast daneben ist es auch dabei, vorbei. Ja gut, Eckbälle, die wollen wir natürlich reinbringen. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, hier natürlich. Also der Ball. Die Ecke ist schlecht gespielt. Das muss man einfach mal sagen. So, hier den Ball abgefangen. Vom Abstoß natürlich. Ah, da war der. Da wollte er zu viel. Oh, das war ein unfairer Zweikampf. So, die nächste Partie am 20. Oktober gegen Eintracht Frankfurt wird wohl wahrscheinlich nicht so eine einfache Partie werden, wie das gegen Bremen. So, dann werden wir wahrscheinlich. So. Alles klar. Und hier mit dem Vorschuss auf Merz. So. Der hat den Vorsprung. Der hat die Zeit. Der hat die Fähigkeit, den Ball zu machen. Aber er trifft die Latte. Muss es auch mal können. So, klasse, den Ball abgefangen. Hier wieder auf Merz. Der hat es. Und er schießt aus dem Winkel. Wäre beinahe noch erfolgreich gewesen, wäre der Torwart nicht dran gewesen. Der wäre 1-1 ins Tor reingesegelt. Ja, wir sind jetzt schon in der 28. Minute und es steht immer noch 1:0 für den Dortmunder.
für die Dortmunder. Ja. Wenn wir sehen, wie sich das Spiel hier noch weiterentwickelt. Ja, schöner Pass. Schöner Doppelpass. Hier den Ball angetäuscht. Hier das. Ah, das war schön gespielt. Aber leider zu wenig durchdacht. So, hier kommt Birki raus und knallt die Pille wieder nach vorne. Da hat er den Ball schön abgefangen. Aber da kam die Weiterverarbeitung nicht so gut an. Was macht er denn da? Den Header haben müssen. Also die Partie verläuft ziemlich ruhig. Wenige Zwischenfälle von Fouls oder so. Eigentlich ganz so ruhig. So, hier nochmal ein Distanzschuss. Aber leider wirft sich halt ein Gegenspieler in den Ball, so dass es Ecke gibt. So. Hier mit dem Kopf. Au. Au, 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 au. Das war ziemlich schlecht. Und das müssen wir gar nicht erstmal kommentieren. Das sieht so aus, wie es aussah. So, hier mit der Flanke. Was macht denn der? Mensch. Das haben wir doch schon mal besser gesehen von den Dortmundern. Hier den Ball abgefangen. Pass, Pass und hier. Und dann doch wieder vergeben. Eieiei. Das muss besser werden. Das muss echt besser werden. So, hier den Ball schön gefangen von Birki. Und das... 3 Minuten... das war die erste Halbzeit. Ach, hey, was ist denn, Leute, los? Ja gut, das war eine erste gute Halbzeit für den Borussia Dortmund. Für die Borussia... Mensch. Für die Borussia... Egal. Erste gute Hälfte, 1:0 für Dortmund. Ja, und sagen wir mal, weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Hoffentlich haben die Bremener hier jetzt mal etwas mehr Offensivlust, an dem Spiel teilzunehmen. Weil es scheint doch ein wenig einseitig, das Spiel. So, hier, Nuri Sahin verlässt den Platz. Das war ein schöner angeschnittener Schuss. Aber exzellent gehalten, muss man schon sagen. So. Und hier den Ball abgefangen. Eieieiei. Und nochmal abgefangen. Das ist... Also... Teilweise, würde ich sagen, sind beide Mannschaften irgendwie so richtig so AFK. Ja, weil... was soll man dazu sagen? Nur durch Glück ist das 1:0 zustande gekommen. Weil, ja, weil so wie das hier aussieht, war das wirklich einfach nur reines Glück, dass der Ball reinging. Und hier nochmal ein Distanzschuss. Und der wurde dann noch so abgewehrt vom Torwart. Das ist ziemlich gut. So. Mal sehen, ob das die Dortmunder jetzt ein bisschen mehr Motivation haben zum Tore schießen. Was sollte das denn werden, bitte? Was macht Emre Mor plötzlich in der Verteidigung? So, hier. Ginter mit dem Versuch. Warum nur? Warum? Schöner Versuch. Das war ein schöner Steilpass. Denn umso schöner. Ach, Mist. Das war jetzt nicht so schön gespielt, aber der Ansatz, der war nice. Der war richtig nice.
Und hier, da war der Versuch, der nächste Versuch hier, das 2 zu 1 auf die Reihe zu kriegen, denn es ist die 74. Minute. Das Spiel geht in die Schlussphase. Hier nochmal Vorstoß, der Dortmunder, jetzt über Merz. Er geht über die Latte, er hat die Chance zum 2 zu 0, zum 2 zu 0. Aber er hat sie natürlich nicht genutzt. Warum? Er war wahrscheinlich zu nervös. Wurde deswegen jetzt auch ausgewechselt. Armer Junge. In der letzten Spiele ein Dreierpack. Und jetzt halt gerade ein bisschen so auf, ja, Kriegsfuß. Und jetzt mit Correa. Und er trifft. Die Dortmunder führen in der 80. Minute 2 zu 0. Wer hätte es gedacht? Kaum ist die Auswechslung getätigt worden, so trifft er schon zum 2 zu 1. Ja, wir haben noch jetzt hier gute 9 Minuten Spielzeit. Und dann haben die Dortmunder, wenn sie nicht noch eins nachlegen, hier das Spiel 2 zu 0 gewonnen und die 3 Ligapunkte im Sack. Mal sehen, ob sie sich hier noch anstrengen können oder ob die Bremer hier noch sich zusammenraffen und hier noch Ergebniskosmetik betreiben. Das werden wir dann relativ sehen. Und hier Correa wieder mit der Chance. Hier zum 3 zu 1. Und natürlich verwandelt er ihn problemlos zum 3 zu 1, zum 3 zu 0. Menschenskinder hier in der 87. Minute. 3 Minuten noch zu spielen. Eieiei. Fraglich wird es sein, ob wir hier noch Nachspielzeit sehen, aber das war hier eine nicht so schöne Aktion. Deswegen, Vorteil wurde gegeben, aber wurde dann doch abgepfiffen und so Freistoß für Bremen. So, Correa stellt sich vor den nächsten Schützen, wird aber nicht angespielt. So, hier mit dem Kopfball auf Götze. Götze auf Correa und er kann einfach durch die Abwehr durchlaufen. Interessiert kein, juckt kein, hier 4 zu 1 für Dortmund. Und wir sind schon in der Nachspielzeit. Das ist ja insane. So, das Spiel wird jederzeit abgepfiffen. Wir warten noch selig auf den Abpfiff. Und ja, hier Dortmund wieder mit einem Versuch, Bremen mit einem Versuch, aber es nützt nichts hier. Correa mit dem Matchwinner und Dortmund mit den 3 Punkten, mit dem 4 zu 0. Das war ein interessantes Spiel. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Und haut rein. Bis bald. Euer